So, Servus Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wie ihr im Hintergrund seht, heute wird es etwas special. Ich habe ja in dem vorletzten Video angekündigt, dass ich ein neues Fahrrad hole. Und heute ist der Tag gekommen, heute ist es da. Und ich würde sagen, wir packen das jetzt zusammen raus und jetzt kommen. Nicht, wie wir das jetzt am dümmsten machen. Ich denke mal, wir können das dann nicht so aufklappen. Ich würde vorschlagen, versuchen das mal hier aufzureißen. Siehst du, jetzt geht das. Genau. Achtung. Und was ich dazu sagen muss, Leute, schaut es euch mal an. Es ist ein Moonraker Super Foxy R geworden mit Ülins Ausstattung. Genau, film noch näher ran. ja, ich bin natürlich richtig begeistert von dem Fahrrad. Da gehen auch nochmal Grüße raus an meinen Vater, der da was gelassen hat dabei. Bin ich sehr dankbar dafür und ja, werde schon in Ehren halten, das Fahrrad, und werde es auch in Ehren fahren. Und packen wir mal weiter aus. Würde ich sagen, dann heben wir es erstmal raus. Mhm. Und dann machen wir hier den ganzen Spiegel ab. Vorsichtig. Das sieht schon der Hammer aus. Das ist schon der Hammer. Ich bin schon von der Kraft. Na, bist du. Also das macht mich jetzt gerade echt mies glücklich. Also dann nehmen wir es mal kurz an und machen hier den Mist ab. Ich so an, dass ich so krass einpacken muss. Das ist doch eine riesen Müllverschwendung. Egal. 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 Das Fahrrad ist da, sieht geil aus. Das Fahrrad ist da, das ist das Wichtigste. Ich finde halt auch von der Farbe ist das geil. Das sind die Rohre. 38er Schaurohre. Alter. Halleluja. Das ist echt wie Weihnachten. Das ist ultra wie Weihnachten. Also das ist echt der Hammer. Ich bin echt geflasht. Also ich habe es mir schon krass vorgestellt, das Fahrrad. Aber dass es jetzt im Endeffekt wirklich so krass rüberkommt, hätte ich echt nicht gedacht. Ja. So, machen wir mal weiter hier mit der anderen Seite. Ich erzähle euch dann auch noch ein paar Specs zu dem Bike. Aber erstmal packen wir aus. So. Was ist das? Irgendwas von SRAM. Bestimmt so ein Bremsscheiben halt. Ja, das ist so ein Bremsbacken. Ja, das ist ein Einmachen. Das ist auch gut. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Das ist aber nicht schön. Alter, das ist echt. Das ist eine andere Liga von krass, ey. Ich würde sagen, damit hat eine neue Ära begonnen, ey. Halleluja, ey. Bike, ne? Super Foxy, ja. Sieht aber auch geil aus. Ich bin jetzt schon
mehr als gehypt. Also Leute, auf die nächste Bike-Season und die nächsten Videos könnt ihr euch auf jeden Fall gefasst machen. Da kommt echt Krasses auf euch zu, glaubt mir. So, machen wir es nochmal. Irgendwo? Ja, hier. Ja, hier. Auch noch wo? Ach, hier haben wir auch nochmal. Ist hier auch richtig geil. Ja. Lass mal was draufsetzen. Fürs Vergnügen. Wie fühlt sich an? Fühlt sich nach Qualität an. Ich sag's so, wie es ist. So, holen wir gleich mal die Pedale. Aber erstmal wollen wir mal. Ging aber recht schnell, muss ich sagen. Vorbau fest. Keinen Schaden direkt machen am Fahrrad. Ja, etwas beschissen. Aber ich habe jetzt auf jeden Fall einen neuen Liebling in meiner Sammlung. Das ist dieses Schätzchen. Ich bin absolut geflasht. Ach, hat sogar eine Aufnahme von der Kettenführung vorne. Bisschen weich hinten. Alter, hör dir mal an, wie leise die Nabe ist. Das ist sogar meine lauter, ne? Ist auf jeden Fall mehr zu weich. Hier kannst du echt alles einstellen. Das war eine Lockfunktion. Das ist cool, dass du hier den Hebel hast, bei mir ist der übelst schwer. Ja. So, ich würde sagen, stellen wir mal ganz grob das Fahrwerk ein, dass wir mal eine grobe Fahrt machen können. So Leute, also wie versprochen jetzt zu den Specs. Als Hauptrahmen haben wir einen Super Foxy R-Rahmen aus Aluminium. Natürlich am auffälligsten Gabel und Dämpfer. Als Gabel haben wir eine Öhlins-Gabel, eine 38er M.2. Als Dämpfer haben wir einen Öhlins TTX-Dämpfer. Als Laufräder auch sehr auffällig 29 Zoll LG1 Enduro-Laufräder. Genau. Descendant-Kurbeln. Genau. Klassisch SRAM-Antrieb mit NX-Schaltung und SX-Schalthebel. Genau, als Bremsen kommen zum Einsatz die neuen SRAM DW8 Bremsen. Bin ich so noch nie gefahren, aber bin mal gespannt, was sie so hergeben. 200 mm Bremsscheiben vorne und hinten. Als Sattelstütze haben wir eine Pija oder wie die heißt Sattelstütze. Kann ich gerade nicht aussprechen. Genau. Reifen, vorne Maxxis Esse-Guy und hinten der Maxxis Desector Reifen. Pedale habe ich jetzt E14 dran gemacht. Die hatte gerade der Fahrradmann vor Ort da. Grüße gehen raus. Genau. Als Lenker kommt ein Salfa-Lenker, genauso wie als Vorbau. Als Sattel ein SDG Moondraker Sattel. Und ja. Ich würde jetzt mal auch gar nicht so viele Worte verlieren, würde ich sagen, wir suchen uns jetzt mal ein paar Spots raus und fahren einfach mal. Viel Spaß. Jo Leute, wir sind jetzt hier mit dem Moondraker am Normal Urban Freeway Spot. Kennt ihr ja aus vielen Videos, ich kann euch da ja mal was einblenden. Und ja, jetzt machen wir mal eine kleine Testrunde mit dem Moondraker.
Ich fahre aber nicht allzu schnell, weil ich bin noch null eingefahren auf dem Bike. Ich weiß noch nicht, wie es sich verhält in der Luft. Ich weiß noch gar nicht über das Bike. Deswegen wollte ich sagen, machen wir einfach mal eine Probefahrt. William filmt von außen und dann jetzt viel Spaß. So Leute, das war's jetzt erstmal mit dem Video. Das Wetter ist jetzt halt nicht das Beste und da kann man halt auch nicht so schön fahren. Und das möchte ich auch nicht für das neue Bike. Ich würde einfach sagen, diese Woche bis nächstes Wochenende kommt ein Video, wenn wir da erst richtig schöne Fahrt machen, vielleicht auch auf Home-Trails, nicht nur auf Street, und die ersten Eindrücke zum Bike sammeln. Und ja, das wünsche ich euch bis dahin noch einen schönen Tag. Haut rein, ciao, ciao.